Heute gibt es feurige Chili con Carne. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes sollten die Zutaten vorbereitet werden. Dazu werden Zwiebel und Knoblauchzehen grob zerkleinert. Durchs Kochen zerfallen sie später von alleine. Danach wird eine Paprika von Stiel und Kern befreit und in kleine Stücke geschnitten. Natürlich darf Chili nicht fehlen. Wenn ihr es nicht ganz so scharf mögt, könnt ihr die Kerne entfernen, weil sie die meiste Schärfe enthalten. Am besten zieht ihr euch Einweghandschuhe dabei an, weil die Schärfe auch nach gründlichem Händewaschen ein paar Stunden an den Händen bleiben kann. Die Chilischote sollte in ganz feine Stückchen gehackt werden. In einem hohen Topf wird Öl erhitzt und die Zwiebel- und Knoblauchstückchen darin angebraten, bis sie glasig werden. Im nächsten Schritt kommt das Rinderhackfleisch dazu. Wenn das Hackfleisch fast durchgegart ist, wird die gehackte Chilischote dazugegeben und gemahlener Kreuzkümmel. Sobald das Hackfleisch anfängt, am Topfboden Röststoffe zu bilden, kommt das Tomatenmark dazu und wird gut untergerührt. Das Ganze wird anschließend mit gehackten Tomaten aus der Dose und heißem Wasser abgelöscht. Zum Schluss kommt noch die Paprika. Kidneybohnen, brauner Zucker, Pfeffer und Salz dazu. Das Chili muss dann bei geschlossenem Deckel 2 Stunden auf kleinster Stufe köcheln. Bei der Konsistenz müsst ihr am Ende der Kochzeit gucken, wie ihr es gerne mögt. Wenn es euch zu flüssig ist, lasst es einfach noch etwas ohne Deckel einkochen. Als Beilage passt prima Reis, Brot, Tacos, Tortilla-Chips, Kartoffeln, Nudeln oder Pommes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Kochen.